Bruder. Der hat Eier reingemacht, 3 Stück, dann Thunfischdose aufgemacht und dann hat er eine Banane genommen und dann hat er es getrunken. Man gönnt sich ja sonst nichts. Ich nie Beine trainieren, weil ich sehr viel Schmerzen hatte. Und das habe ich dann einfach für immer so beibehalten. Das ist geil, ist ja, massiv auch die ganze Zeit diese Shisha. Okay. Während Training. Ich bin der Heiße im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Nur der da oben kann mich sehen. Ich spreche für die Toten ein Gebet. Geil, Digga. Keanu ist auch einer der geilsten Künstler, ich schwör auf alles. Auf jeden Fall gehen wir jetzt mal rein in den Vlog, Digi. Weißt du, der Intro, man? 3, 2, 1, go. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin ja mal wieder für euch am Start. Und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem motherfucking second Channel. Lasst ein Abo da an der Stelle auf jeden Fall. Und zwar werden wir jetzt auf den Fitness-Vlog reagieren von Abu Goku. Der war mit Massiv trainieren. Zwei Herzensmenschen auf jeden Fall am Start. Feiere ich die Kombination. Ich habe mir gedacht, wir sind gerade im Stream, dass wir uns das hier jetzt mal zu Gemüte führen. Ja, man, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den zweiten Kanal hier, habe ich schon mal gesagt, ich weiß. Und dann würde ich sagen, geh mal rein in die Nummer. Fitness-Vlog, get in, man. Skü. Gekommen. Wir sind jetzt hier. Wir füllen keine Hartz-IV-Anträge mehr aus. Wir zahlen Steuern. Wir haben es geschafft. Massiv ist der geilste, Bruder. Ich schwöre, der fährt echt mit so einer Musik rum. Ich willkommen in Wedding, Abo. Was geht ab? Heute ein besonderes Video. Jetzt momentan befasse ich mich gerade viel mit Fitness und Ernährung. Feier ich. Und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, dass ich mit einem guten Bruder ein Video drehe, einen Tag im Fitnesscenter mit Massiv. Ich fahre jetzt los nach Berlin. Es ist bei mir 14:45. Eigentlich nachts nicht so gut. An der Stelle, wenn wir schon beim Thema sind, würde ich gerne mal euch mal fragen, so eine kleine Umfrage starten. Auch bei YouTube jetzt in die Kommentare könnt ihr gerne mal reinschreiben, ob ihr generell Lust hättet auf ein Coaching von mir. So ein Online-Coaching, geführtes Coaching mit Kontakt mit mir, dass ich halt Menschen einfach zu einem geilen Körper verhelfe, direkt mit mir zusammen. Wer hätte denn Bock auf sowas? Also mich haben immer einige gefragt, Bro, warum hast du kein Fitnessprogramm, warum machst du keine Coachings und so? Und ja, wahrscheinlich wird sich in nächster Zeit eventuell was ergeben. Ich habe Leute kennengelernt, die Bock haben, mit mir sowas zu machen. Und es wäre mir auch eine Herzensangelegenheit. Ich trainiere selber seit 12 Jahren. Und selbst wenn ich nur im Gym bin und jemandem eine Übung zeige oder so, tut mir das schon voll gut so. Ich merke, wie mir das gut tut, mein Fitnesswissen mit anderen Menschen zu teilen, die vielleicht das Wissen noch nicht haben. Und deswegen habe ich mir gedacht, sowas zu machen. Schreibt mal gerne rein, wie ihr das finden würdet. Aber ich werde gleich ein bisschen telefonieren auf der Fahrt und so, damit ich schön wach bleibe. Und dann bin ich so um 6 Uhr bei meiner Schwester. Dann penne ich ein bisschen und dann geht's schon zum Fitnessstudio, zu Massiv. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr habt Bock auf das Video. Bis gleich. So, wir sind jetzt an. Der ist sympathisch, der Bruder. Komm, es ist 5.30 Uhr. Ich habe noch nicht geschlafen. 5.30 Uhr morgens? Ich werde jetzt gleich hier oben bei meiner Schwester hinlegen. Dann werde ich so bis um 12, 13 Uhr schlafen. Ja, und dann machen wir uns schon auf den. Wir sind jetzt alhamdulillah gut angekommen. Wir sitzen jetzt hier schon im Café von dem Bruder. Vom Massiv. Wasim. Plan ist jetzt eigentlich. Wir sind fertig, oder? Wir haben getrunken. Wir haben ein bisschen gechillt, geredet. Wir haben geredet, wir haben gechillt, wir haben getrunken, wir haben über Essen geredet, dass das Schönste ist, was es gibt auf der Welt. In Berlin. In Berlin. Ja, das stimmt. Ich schwöre, ich vermisse das Essen auch in Berlin, gerade als Veganer. Es gibt so viele geile vegane Läden in Berlin. Crazy. Das gibt's in Deutschland, das ist in Deutschland auf jeden Fall einmalig. Und jetzt wollten wir eigentlich trainieren gehen. Ja. Was machen wir überhaupt? Ich habe gedacht, ich will dein Training mitmachen. Okay. Ich habe gestern trainiert? Nacken, Schulter. Okay. Ich kann alles trainieren heute. Ich habe heute Nacken, Schulter schon trainiert heute Morgen. Ja. Trainieren wir Brust einfach ein bisschen. Wir können Brust trainieren, ein bisschen Trizeps vielleicht. Okay. Und dann zeigst du mir ein paar gute Übungen. Okay. Wie alt ist Massiv eigentlich, Mann? Ich finde, der sieht seit 10 Jahren gleiche Alter aus. Aber wie dein Tag startet. Also, Jenny, du, seitdem ich dich kenne, bist du gut gebaut. Du achtest auf Ernährung, du achtest auf deinen Körper. Ja. Du sahst vorher noch ein bisschen kräftiger sogar. Ja, ich war mal 130 Kilo. Das war zu meinen Blut-gegen-Blut-Zeiten 2006. Jetzt wiege ich 102, 103. Ich muss noch runtergehen auf 95, um so mein Top-Level zu erreichen. So. Momentan achte ich auf Ernährung. So wie bei mir, Digga. 95 ist bei mir auch perfekt. So 95 bis 100 ungefähr. Jeden Morgen innere Uhr 6:30 auf.
und bin dann um 7 im Training. Kommt drauf an, ob Kita oder nicht morgens. Kita. Ja. Boah. Auch Sonntag. Also ich muss auch dazu sagen. Das ist wild, Digga. 7 Uhr morgens, das habe ich nie richtig, Bruder, das habe ich bei ihm nie richtig verstanden. Also ich, aber es liegt doch wahrscheinlich am Familienleben und am Alter auch so, weißt du, wie ich meine? 7 Uhr morgens Training, boah, das kann ich mir noch gar nicht vorstellen. Mein Körper ist sehr... Was geht ab, Alter? Tufan ist auch da, was geht, Bro? Dankbar. Also ich achte auf Ernährung, ich trainiere jeden Tag, aber trotzdem müsste ich eigentlich voll der Top-Athlet sein. Aber ja. Funktioniert nicht. Es ist ein Wunschdenken. Nimmst du schnell zu oder ab? Ich nehme ein. Wenn ich alles essen würde, auf was ich Lust habe, wäre ich 3 Abos. Gehst du auf, ja, okay. Ich halte mich echt... Ich will jetzt wissen, wie alt Massiv ist, Bruder. 9. November 1982, Digga. 39. Hat mich gerade gejuckt irgendwie. Mein Tagesablauf ist wirklich einfach nur die ganze Zeit zurückhalten. Hungergefühl immer da. Nimmst 24. du Eiweiße, Kreatin, irgendwas? Ich versuche Eiweiß komplett durch Ernährung reinzubringen. So. Ernährung ist wirklich das A und O. Aber das Ding ist... Natürlich aber auch mal hier ein Eiweiß zwischendrin. Ja, zum Sättigen auch ein bisschen. Natürlich. Das Gute ist, oder das Wichtige ist, ich habe heute einen Cheat Day. Das heißt, ich freue mich eigentlich später. Ich habe so Bock. Ich habe gehört, der Döner ist so gut bei dir. Ist auch im Optimalfall einfach durch die Ernährung so viel Protein wie möglich aufnehmen und dann ergänzen mit 1-2 Shakes. Aber verlasst euch nicht nur auf Supplements und so. Leute, die anfangen zu trainieren, konzentrieren sich oft zu sehr auf, was nehme ich für Supplements oder nicht. Viel wichtiger ist, dass du dich gut ernährst, dass du anfängst, deine Ernährung umzustellen und dass du halt regelmäßig 100% im Gym gibst. So, weißt du, wie ich meine? Das ist viel wichtiger. Also Baba Döner, später. Also gehen wir den essen? Gehen wir Kreuzberg, Charlottenburg oder Wedding? Gehen wir Wedding. Hier. Oh, kann man den Fun. Mixen und trinken dann? Ja. Ich so das habe ich noch nie gemacht. Was hast du gemacht, Bruder? Nein. Oh, aber ohne Scheiß, ich habe mal damals einen Nachbar gehabt, der hat, um sich seinen Eiweißbedarf zu decken, hat er mir das immer erzählt. Und ich dachte, das kann nicht sein. Und dann war ich bei ihm zu Hause, weil ich ihn abgeholt habe zum Sport. Er hat einen Mixer hingestellt und ich hoffe nicht, dass du sowas machst, Bruder. Der hat Eier reingemacht, 3 Stück, dann Thunfischdose aufgemacht und dann hat er eine Banane genommen. Bäh, Bruder. Digga, ich hab Magen-Darm gehabt die letzten paar Tage, hör doch auf. Eine Avocado genommen und Eiweiß reingemacht und dann hat er es getrunken. Fuck, Digga. Wie ekelhaft. Einfach Thunfisch mit Eier, Banane und Avocado, Bro. Und das jeden Tag? Bruder, der hat das jeden Tag vorm Sport gemacht. Ist er Maschine? Bruder, Thunfisch mit Eier und Banane. Schmackhafter Rühlshake. Ja, das könnte ich ihm zutrauen, Bruder, dem Rühl. Was hast du gemacht? Mach einfach 3 Löffel mehr Eiweiß in deinen Shake und trink das. Ich schwöre dir, was ist das, Bruder? Vor allen Dingen, ich will nicht wissen, wie lange der danach auf der Schüssel rumhang. Wie kriegst du das überhaupt runter, Mann? Leute übertreiben. Was hat er gemacht? Aber ist er aktiv, also stabil? Ich sag dir ehrlich, ich habe früher auch viele Filme geschoben mit Magerquark und so. Und das hat meinem Magen auch überhaupt nicht gut getan. Immer ein Paket Magerquark und auch, was habe ich da noch reingemacht? Eigentlich war der Shake cool, aber dieses Magerquark hat meinen Magen immer verdreht. Bis ich dann auch gemerkt habe, dass ich eine leichte Laktoseintoleranz habe. Nein, er sah aus wie wir. Es hat sich gar nicht gelohnt. Ich dachte mir nur, was ist das für ein Kalorienüberschuss? Ja, Bruder, so kann das gehen. Ja, aber es gibt ja auch wirklich, einen habe ich mal gesehen hier, Wedding McFit. Jeden Morgen um 7.30 Uhr war er auf dem Laufband. Wirklich, so ein Monster von Mann, so, also übergewichtig. Wirklich, kann man nicht übersehen. Auch jeden Tag und jeden Tag stand da einfach eine 1,5 Liter Flasche Coca-Cola, nicht Zero, nicht zuckerfrei, wirklich Coca-Cola auf diesem Ding. Voll Sinn. Was, Digga? Einer schreibt gerade, glaube Rühl hat eigenes Proteinpulver mit Thunfischgeschmack, wenn ich mich richtig... Was? Nein. Echt, oder? Da fehlt noch gekochtes Hähnchenfilet im Shake. Ja, das wäre auf Krampf so. Nochmal 500 Gramm Chicken mit reingemacht. Ding, und er hat das getrunken und ist die ganze Zeit gerannt. Aber ich habe die Welt nicht verstanden. Ich habe zu ihm gesagt so, du rennst jeden Tag eine Stunde, du bist ganz nass. Warum trinkst du nicht Coca-Cola Zero? Er sagt... Oder Wasser, Digga. Wenn du schon ins Gym gehst und dir da den Arsch aufreißt jeden Tag, kannst du nicht Coca-Cola während dem Training auch noch trinken. Nee, man gönnt sich ja sonst nichts. Man gönnt sich ja sonst nichts. Ist das zu dir? Also jeden Tag vor dem Training 5 Arginin. Das sind jetzt ein bisschen mehr. Wie viel sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und ungefähr 5 Citroen-Mandat. Sind jetzt außer 7 oder 8. Boah. Den nimmst du jeden Tag? Ja, immer vor dem Training.
So? Tschüss, Digga. Hm? Oha, vor allen Dingen die Kapseln von Sek Plus, die sind auch richtig fett. Das fand ich immer nicht so geil, da ist voll viel außenrum. Diese Hülle ist einfach voll dick, so die Kapseln sind voll groß. Ich mag das, wenn es so klein wie möglich ist. Früher als Kind konnte ich gar keine Tabletten schlucken. Mittlerweile kann ich, also diese Chlorella zum Beispiel, Presslinge sind das, davon kann ich auch 5 Stück auf einmal trinken. Aber diese fetten Sek Plus Dinger, die waren halt echt dick. Der isst einfach gerade 14 Stück von denen. Ah. Bro. Ja. Okay, kann man machen. Willst du auch? Maschine. Ich nehme aber 3-3. Ja. 3? Ja, mach wieder rein. Also ich nehme so. Das 4? 4. Und nehme mir 3 davon. Was macht das denn? Pump. Gut für die Durchblutung und für die Gehirnzellen. Merkst du schon was? Boah. Der Pump. Boah, wie kriegst du das runter so schnell? Bruder, jahrelang trainiert hier. Die sind immer noch nicht ganz so. Hast du? Gut, wa? Schön im Gym die Heineken, schön im Gym hinten. Die Heineken Kisten, die sich da stapeln. Muss auf jeden Fall immer vom Training machen, ist geil. Muskulatur gibt einen guten Pump, Power und Power brauchen wir. Und gute Durchblutung. Und womit fängst du mal an? Heute massiv einfach mit so einer Mini-Shisha. Ja, Brusttrizeps ein bisschen, ne? Und Sonnenbrille. Brusttrizeps, okay. Ja. Machst du auch Liegestütze und sowas? Wäre Training beste. Zum Aufwärmen? Das habe ich gemacht, wo ich im Jugendknast war. Aber eigentlich bin ich Training beste. Das hat ja übertrieben Oldschool-Vibes. Ja, voll. Geil. Oh. Ah, das ist dieses Powerhouse-Gym, okay. Du hast jetzt erst wieder angefangen, war, oder? Ich habe jetzt seit ungefähr 17 Tagen wieder angefangen, ja. 17 Tagen, ja. Bist du gerne an freien Geräten? War ich bis jetzt noch gar nicht. Das ist besser, weil Geräte, wo gestützt sind... Besser, habe ich auch gesagt in der Reaction, glaube ich. Und so ist fürs Reinkommen natürlich besser. Ich will dann alles trainieren, was du trainierst. Du versuchst einfach... Dein Training zu machen? Ja, ich mach ein bisschen so auf locker, Bruder. Wie lange bist du denn schon im Training drin? Seit ich wollte ja Fußballer werden, Bruder. Ja? Und irgendwann bin ich dann oben an einem Zaun hängen geblieben, wo ich den Ball holen wollte und bin dann runtergekippt und dann war dieser Fuß hier oben. Da Wachstumsfuß gebrochen, Fußgelenk gebrochen. Boah! Schienbein gebrochen, Fuß. Was? Gebrochen, alles gebrochen. Der Fuß war einfach ab. Ja, okay. Und dann hat mein Traum zerplatzt. War voll der Ronaldo-Fan, also nicht CR7, sondern... Heftige Story, Mann. Wusste ich gar nicht. Der Original-Ronaldo, der mit diesem Ding. Ja, da bin ich hin. Und ja, und dann von heute auf morgen mit Krücken dann zum Fitnesscenter gelaufen und an meinem Körper gearbeitet. Heftig, ja, okay. Das ist bei voll vielen Leuten so, die im Fitnesssport gelandet sind, dass die aus anderen Sportarten kommen, Verletzungen hatten und dann mit Fitness angefangen haben, weil die irgendwas zum Ausgleich brauchen. Bei mir auch mit meinem Knie. Knieoperation gehabt und so, danach nie wieder mit Hochleistungssport angefangen und dann in Fitness reingekommen. Die ersten paar Jahre konnte ich eigentlich nie Beine trainieren, weil ich sehr viel Schmerzen hatte und das habe ich dann einfach für immer so beibehalten. Ich habe immer wieder versucht anzufangen und dann kamen immer nach kurzer Zeit wieder die Schmerzen. Ich habe es einfach übersprungen. Aber nicht wegen Fahrrad. Nein, um Gottes Willen. Doch, Digga, wenn du Sek Plus Vertrag unterschreibst, musst du auch mit unterschreiben, dass du nie wieder Beine trainierst. Um Gottes Willen. Okay. Nee, ja. Ich habe ein paar Mal probiert, ein paar Mal gemacht und so, aber da fehlt mir echt die Zeit dafür. Naja, im Endeffekt trainierst doch die Beine, indem du deinen schweren Körper trägst. Na, das zum Beispiel. Ja. Kann man machen. Auf jeden Fall. Das wird die erste Übung hier? Die erste Übung. Lass die Gewichte drauf. Genau, Gewichte drauf. Einer schreibt gerade chinesischer Kurt. Was ist das so ein Name schon wieder? Schreibt gerade Ding. Was geht ab in Berlin? Einer trinkt Cola, während er läuft. Einer ist am Rauchen und im Gym sind Bierkisten. Welcome to Berlin, motherfucker. Gewicht ist gut, das sind 20-20, das sind 60 jetzt. Okay. Zeig mal, ja. Ich glaube, da ist mehr, oder nicht? Nee. Das sieht nur so aus, das ist verschiedenes Eisen. Ich glaube, die haben hier einfach auf Kilopreis bezahlt. Und okay. Nach Optik. Okay, aufwärmen natürlich, ja. Wenn ich damals mit meinem Personal Trainer Bobby, der jetzt nach Indonesien gegangen ist, angefangen hat zu trainieren, der hat wirklich eine halbe Stunde so gestanden. Halbe Stunde? Wirklich, der hat so viele Sachen gemacht, oder?
natürlich danach fühlt sich auch. Im Alter ist es auch brutal wichtig, man sich richtig aufzumachen, sich richtig zu dehnen und so. Das habe ich bei mir auch gemerkt. Schön die Schultergelenke warm machen beim Oberkörpertraining und auch beim Unterkörpertraining. Bisschen Black Rolling, bisschen aufstretchen, Hüfte aufmachen. Wichtig, gerade im Alter, wenn man älter wird. Viel ist vielleicht da besser, aber ja, ich hätte keine Geduld dafür. Nein, ich auch nicht. Ich hätte wirklich keine Geduld dafür. Also die Standardsachen wie unsere Schultergelenke und so, das ist natürlich wichtig, weißt du? Ja, gerade uns, weil wir viel Gewicht drauf haben. So. Genau, richtig. Aber da wir jetzt so und so nicht auf dieses schwere Gewicht gehen und so, ist ja alles noch machbar. Aber später wirst du ja bestimmt hochgehen bei Bankdrücken 100, 110 und so. Ich glaube, ich habe Bank. Aristomat sagt im Alter, bald Altersheil-Fragezeichen. Du lachst, Bruder, aber das ist schon, also ich merke schon, dass meine Regeneration nicht mehr so krass ist und dass die ein oder anderen Gelenke mehr Faxen machen, als wo ich noch 18 war, weißt du? Seit 5 oder 10 Jahren nicht mehr gemacht. Was war so deine Best-Time? 130. Einmal oder? Nee, 9-mal. Tschüss. Da war ich 120 Kilo. Das ist super gut. Das war, aber da, ja, aber ich halte nicht so viel vom Handelsport, ich mache das einfach als Ersatz, weil ich nicht mehr zum Ringen gehe und so, mache ich jetzt. Ah, der war Ringer, der Abu? Warum fitter zu werden? Weil, ja, du weißt, hört man auf zu trainieren, dann sind deine Sachen weg. Deine Fitness ist weg. Ja. Du bist eigentlich dein größter. Ganz schnell, paar Wochen. So, das ist so wirklich so ein Sport, wo du wirklich. Du bist dein eigener Endgegner. Okay. So, wenn du guck mal, wenn du richtig durchziehst und dann 3 Wochen nichts machst, oder du stehst vorm Spiegel und sagst dir, wo ist das alles hin? Richtig. Schwester, ist auch viel eigene Psyche, weil alles geht nicht weg, aber sobald du ein bisschen paar Zentimeter von Umfängen verlierst, denkst du schon, du hast nie trainiert. Undankbar. Ist wirklich so. Ist undankbar. Deswegen war ich auch sehr oft im Sport und habe wirklich nur noch für meinen Kopf trainiert. Ich war 1 Stunde beim Sport und habe gesagt, okay, erledigt. Ich habe kein bisschen im Spiegel. Was geht, die Marak? Alles gut? Dass ich Fortschritte habe. Es ist sehr, sehr oft auch über Jahre hinweggezogen, dass ich beim Sport war, okay, erledigt, ciao. Genau, wenn man aber auch nicht mit richtigem Herz dabei ist. Nee, aber mein Kopf hat gesagt, so, ich muss heute zum Sport. Ja, ja, ja. Es ist ein Teil von meinem Leben. Ja, und ich liebe es und ich lasse auch Energie da und meine Nerven lasse ich da zurück. Sag mal ein paar motivierende Worte für Leute, die sich gerade raffen müssen. Die sagen, ey, ich muss jetzt aufstehen. Es haben mir so viele geschrieben, die gesagt haben, du motivierst mich auch immer wieder Sport zu machen und so weiter. Was würdest du den Leuten sagen, die chillen und gar keinen Sport machen? Ich sage, du brauchst heutzutage einen Ausgleich, um die Videospiele oder den Kinofilm noch mehr genießen zu können. Und ich rede aus Erfahrung. Ich war so oft im Kino an Tagen, wirklich zufällig, an Tagen, wo ich nicht trainiert habe, wo ich mir gedacht habe, dieser Film wäre noch schöner, wäre ich heute im Training gewesen. Ich schwöre dir auf meine Mutter, Wonne. Hätte ich an diesem Tag trainiert, wäre dieser Film noch schöner gewesen, weil ich immer nur dachte, so scheiße, wäre ich heute zum Training gegangen, hätte ich so einen schönen Tag gehabt. Ich konnte den Film nicht genießen. Slatko, was sagst du dazu, dass du... Was ich zu den Leuten sagen würde, die gerade ein bisschen Motivation brauchen, ist einfach, oder die vielleicht auch noch nie trainiert haben und überlegen, soll ich mit Fitness anfangen oder nicht anfangen. Das Ding ist, Fitness kann einfach einen krassen Einfluss auf alle deine Lebensbereiche haben. Wenn du auch jemand bist, der vielleicht nicht so diszipliniert ist in seinem Leben, ein paar Sachen nicht richtig auf die Kette kriegt oder manchmal nicht richtig motiviert ist, so, wenn du dich dazu überwindest, ins Gym zu gehen und wenn du dann auch da deine ersten Erfolge machst, dann entwickelst du auch eine Art, nicht Sucht, aber du brauchst es dann auch für dich und das überträgt sich automatisch auf andere Lebensbereiche, weil du musst im Gym oftmals über deinen eigenen Schweinehund drüber gehen, wenn du richtig trainieren willst und einen geilen Körper aufbauen willst und das überträgt sich automatisch auf andere Lebensbereiche. Du bist dann noch bissiger auch in anderen Lebensbereichen und es kann einfach einen insgesamt krass positiven Einfluss auf dein Leben haben und wie Massiv auch gesagt hat, es ist ein krasser Ausgleich. Leute vergessen manchmal, dass Körper, Geist und Seele zusammengehört. Die machen vielleicht viel mit Geist, die sind die ganze Zeit am Arbeiten, die ganze Zeit am Laptop, die ganze Zeit am PC, die ganze Zeit am Hustlen, aber die vergessen, dass wenn die vielleicht die Stunde am Tag sich nehmen würden, um Sport zu machen, dass sie auch viel produktiver im Hustle wären, also bei dieser geistigen Arbeit. Dein Körper und dein Geist und deine Seele, das gehört zusammen. Und es ist, man darf nichts von den Dingen vernachlässigen. Am besten kümmerst du dich um alle diese Dinge, dann bist du einfach ein besserer Du. Locker 20 Minuten Material nicht aufgenommen hast? Ich sag gar nichts dazu. Und Selbstbewusstsein ist auch noch ein Thema. Wenn du vielleicht nicht so selbstbewusst bist und irgendwie Hemmungen hast oder so, das kann dir auch Selbstbewusstsein geben. Ich zeige euch jetzt eine Übung, die ist wichtig. Die meisten kennen sie vielleicht noch nicht. Ich kenne sie auch nur vom Ringen. Da haben wir sie gemacht. Halsübung. Viele haben keine Ahnung, was das bringt. Ich kann euch aber sagen, ihr macht die ganz easy. Lässt eure Schultern über die Bank gucken und dann macht ihr einen Kopf gerade. So. Das ist eine geile Übung. Das heißt, komplett gerade.
dadurch trainiert ihr, ihr trainiert den vorderen Hals. So, und das wird sehr, also wird der sehr wenig gemacht, ne? Die meisten trainieren Nacken oder hier hinten, weißt du? Ihr trainiert aber somit hier die vordere Seite und während ihr diese Übung macht, entlastet ihr hier die Nackenpartie. Und viele Leute haben hier in dem Bereich Schmerzen, in den Wirbeln hier oben am Nacken und am Hals so. Und diese Übung hilft brutal dagegen. Was auch geht, einfach normal flach auf den Boden legen, Tennisball zwischen Kinn und Brust, den Tennisball da so halten und den Kopf so nah wie möglich aber am Boden lassen, ist das Gleiche. Wenn noch unter euch ein Brett habt, habt ihr aber nicht. Dann sagt ihr einfach ein paar Mal nein. Das macht ihr so 15 Mal, dann bleibt ihr stehen und dann macht ihr 15 Mal Ja sagen. Oder 10, 10 könnt ihr auch anfangen. Und dann verspreche ich euch, dass das brennt wie nichts anderes. Ich finde, keine Übung brennt so wie die Halsübung. Warum ist das wichtig? Für die Leute, die einen Schlag ins Gesicht bekommen auf dem Kinn, gehen nicht so Knockout. Das ist wirklich wahr. Die späteren Übungen sind dann auf Kopf, als auf Haltstellen, Brückeübungen und so weiter. Jetzt brennt das zum Beispiel schon richtig extrem, aber das ist ein schönes Gefühl und sehr underrated und sehr, sehr wichtige Übung. Macht sie einfach zwischen euren Sätzen. Könnt mir glauben, das ist eine sehr gute Übung für die Stabilisation und so weiter. Wir haben noch hier ein. Okay. Du fängst an. Top. Das ist Butterfly-Gerät. Ah, okay. Das ist so genau freihändig angelehnt. Ba-ba-ba-bam. Oh. Dafür braucht man viel Selbstgleichgewicht zu nehmen. Genau, das. Also, wenn du es nicht gewohnt bist. Was macht er mit seinem Bein, Bruder? Kurz noch ein bisschen die linke Hüfte aufdehnen, oder was? Jetzt am Anfang richtig, aber dann hast du Stabilität drin. Das ist eine geile Übung, ich feiere die Übung. Was, ja. Weil die bewegt sich mit deinen Armen mit, die geht so schön Bewegungsradius vorne nach innen, schön die Brust, schön die Titties rein. Gerade gut gemacht. Ist auf jeden Fall ein ganz anderes Gerät als die Maschine selber an sich. Oh, ja. Weil hier musst du selber viel arbeiten. Sechs. Oh. Zwei. Ba-ba-ba-bam. Easy. So, jetzt gucken wir mal, wie viel ich schaffe. Ich habe einmal 15 oder drei Sätze. Das ist der vierte Satz jetzt, ne? Ja, der vierte. Das ist der vierte Satz. Oh, entspannt. Das ist jetzt, wie viel Gewicht ist das? 75. 75. Yes. Aber wenn du jetzt Freihändel hättest, wäre auf jeder Seite eine 32,5. Aber super. Stark. Er ist brutal getrainiert. Wie eine Maschine, Traktor, Panzer. Das ist ein ganz anderes Gefühl als das Gerät. Ehrlich, ganz, ganz, ganz anders. Ja, ganz andere Winkel, Voraussetzungen. Gehen wir an Seil. Wir gehen jetzt zu Seilen. Zu den Seilen. Da machen wir untere Brust. Untere Brust und obere Brust. Das ist auch komplett auf Oldschool angehen. Ja. Das Geile ist, Digga, massiv auch die ganze Zeit diese Shisha. Okay. Während Training, Bro. Wo ist Sarge doch eigentlich, Bro? Bester Mann, massiv. Schulterproblem, wa? Ja, aber die Übung hast du jetzt in den letzten 3 Wochen nicht gemacht. Gar nicht. Auch so? Leon, Bro, findest du Diäten sinnvoll, wenn man ein bisschen abnehmen möchte oder soll man einfach auf seine Ernährung achten? Ja, also ich würde auf jeden Fall, also Diät, Ernährung achten, ja, ist ja fast das Gleiche. Also ich bin kein Fan von diesen krassen Diäten, dass du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, gar nichts mehr isst oder nur noch Protein und Fett, keine Kohlenhydrate mehr und so. Ich würde einfach sagen, schraub deine Gesamtkalorien ein bisschen runter, achte auf Ernährung. Wenn du jetzt zum Beispiel Dirty gerade isst, nicht so wirklich auf deine Ernährung achtest und dann anfängst auf deine Ernährung zu achten und die dreckigen Mahlzeiten wegzulassen, wirst du schon automatisch abnehmen. Also das reicht schon. Gerade? Ja, aber mit Stange. An der Maschine, ja. Maschine. Aber gerade. Ja, hier geht's nicht so auf die Schulter. Genau, richtig. Aber von oben ziehst du ja so die Schulter mit. Ja. Ich habe das gemerkt, ja. Ja, wenn nicht, aber fühlt sich gut an, die Übung. Okay, wenn nicht, dass du dir was kaputt machst. Nee, damit glaube ich nicht. Seile ist noch, da kann man merkt man schnell. Yeah. Eher bei hohem Gewicht. So Gewicht haben wir jetzt. 15. Das ist nicht viel. Rechnet man nach. Die Ausführung ist wichtig. Die Ausführung ist wichtig. Ja. Und dass man unten ein bisschen hält, das macht auch Spaß. Dann brennt das auch alles. Am besten natürlich nicht zu vergessen, nach den schweren Gewichten.
Also nachdem man Bankdrücken oder so gemacht hat. Ah, also bevor, genau. Okay, das heißt das Grobe erstmal? Genau, erstmal das Grobe und dann wird gemeißelt. Aber die quatschen schon viel beim Trainieren so mäßig, Digga. Das zum Beispiel, das kann ich gar nicht. Ich könnte nicht Butterfly machen und dabei reden. Ich bin immer 100% fokussiert. Ich bin auch einer, ich lehne mich gerne beim Butterfly noch einen leichten Tick nach vorne und squeeze halt wirklich nur die Chest rein. Beinarbeiten. Bam. Und das machen wir wie oft? Noch einmal. Gewicht lässt du auch immer gleich? Ja. Aber ist ja auch auf easy, ist ja Vlog, keine Ahnung, Alter. Weißt du, wie massiv sonst trainiert? Wahrscheinlich ohne Shisha und Sonnenbrille und mehr concentrated. Das einmal nur noch mal zum Ausgleich. Wenn man nicht viel Pause macht, dann hat das ein gutes Level. Was? Wenn der Bruder durchzieht, kann er schnell stabil werden. Die Schulter brennt einfach mehr als die Brust gefühlt. Aber das glaube ich, weil ich gestern Schulter-Nacken trainiert habe. Ja, dann kommt das noch. Deswegen merke ich das noch mehr. So. Schön von unten hochziehen. Am besten hier schon zusammen und dann hoch. Dann merkst du das. Also eine starke Chest, der massiv, ne? Hier zusammen. Hoch. Hier zusammen. Hoch. Hier zusammen. Hoch. Dann ziehst du die ganze untere Brust mit nach oben. Ich würde auch mal gerne mit massiv trainieren, sag ich dir, wie es ist? Das heißt, dann ist das für diesen Bereich hier? Für unten, ja. Okay. Das ich würde es jetzt gerne oben zeigen, aber ich will mich nicht ausziehen. Ist Brust, weil deine Brust gut? Ja. Ja? Das ist so mein Brust. Aber das, was man... Ja, das ist seine Stärke. Sieht ja, aber Nacken und Schulter ist auch gut bei dir. Ja. Hast du gleiche Gewichtsklasse gerade, ne? Ja, das war gut. Okay. Hauptsache, du schaffst 7 oder 8, oder? Geh, Chest, meine größte Schwäche, finde ich. Da unten zusammen. Ja, genau. Und dann versuchst du noch ein bisschen hochzuziehen, wenn du. Genau. Super. Merkst du? So, alter Baum vor der Höhe. Monster. Ich glaube, wenn du einen LKW ziehen, fällt dir leichter, wa? Aber gib mal seine, jalla, pack. Ich schwöre, der sieht genauso aus wie so ein Strongman. Das Spielzeug-LKW, ja. Aber ich glaube, die Übung werde ich übernehmen, die ist gut. Besonders bei uns Männern, die untere Brust. Irgendwann mit der Zeit schlappt die wirklich ab, so. Und dann muss man dafür viel tun. Ich schwör's dir, Digga, der spricht mir gerade aus der Seele. Ich habe das jetzt bei mir realisiert. Letztens so. Ich guck so von der Seite, ich denke, hä? Warum ist es hier unten so weich geworden, Mann? Hab ich so das Gefühl, so, was jetzt, kriege ich Brüste oder was, Digga? Ist so komisch geworden, Mann, Alter. Weißt du, wie ich meine? Ey, allgemein, ein paar Sachen verändern sich. Man kann nicht mehr so gut gucken auch. Ich muss ja jetzt eigentlich auch Brille tragen, weil ich mein Handy nicht mehr lesen kann so nah dran. Feier ich nicht, Bro. Ich bin immer noch 18. Ja. Gerade wenn man vorher ein gewisses Gewicht hatte, ich war ja 130 und wo ich dann auf 100 gegangen bin, hast du ja wirklich gemerkt, dass es seitlich so leicht runterkommt. Bei uns Männern ist es so ein bisschen bekannter, diese Stelle. Geil, dass er das jetzt gerade sagt. Ich habe gedacht, ich bin komisch. Ja. Da musst du echt viel dafür tun, um so diese athletische Brust wieder hinzubekommen, einigermaßen. Ja, das stimmt. Form ist sehr, sehr schwierig, glaube ich, ne? Untere Brust, die Form ist schwierig. Wenn du nicht gerade genetisch veranlagt bist, ja. Ich schwör's dir. Ja, das stimmt. Weil wir können abnehmen und im T-Shirt alles schön. Hört sich an wie so ein 70-Jähriger. Cool. Ja, du laberst, Bruder. Glaub mir, ich weiß nicht, wie alt du bist, aber guck mal, massiv ist 39 und es hat bei ihm wahrscheinlich auch schon vor ein paar Jahren angefangen mit diesem Weichwerden unten an der Brust. Und es ist halt einfach so, man wird halt älter. Aber trotzdem ist halt... Aber ich bin trotzdem topfit. Leute schätzen mich auf 23. Energie ist auch immer noch wie ein 18-Jähriger und es wird auch bis 80 so bleiben. Dynamische Bereich von unten komplett sehr weich, Bruder. Hm. Naja, bei mir ist eh alles weich. Ich merke das auf jeden Fall jetzt schon. Sieht man meine Stirn, wie ich schwitze? Abgesehen von den zwei dunklen Flecken. 3, 4, 5, 6, 8, 9. Aiwa! 10, 4. Boah, ich merke das auch nicht. Boah. Nochmal. Warte, jetzt habe ich das Gefühl, es ist bei mir so hart. Die ist tot gerade. Bruder. Wir sehen uns nochmal in 3-4 Monaten, wenn du durchziehst. Das wird so schnell gehen alles, Bruder. 17 Tage ist schon mal gut, aber warte mal, in 3 Monate vorher, nachher, du wirst durchziehen. Krass. Ja? Du wirst so eine Veränderung sehen, Bruder. 3-4 Monate machen so viel aus. Was sagst du? Was sagst du? Soll man eher, wenn man noch gar keinen Sport gemacht hat, mehr Cardio oder mehr Krafttraining?
Ich bin großer Fan davon, erstmal, wenn man voll motiviert ist, erstmal Spaß haben. Also überhaupt was machen. Das war ein guter Hinweis. Ich sehe ja deine Blogs und so, diese Ernährung und so ist das. Und ich bin auch ein, also wenn du abnehmen willst zum Beispiel, nicht nur Cardio machen. Fang direkt an auch mit Krafttraining. Und wie Massiv gesagt hat, finde den Spaß daran. Das ist am Anfang am allerwichtigsten. Damit du am Ball bleibst und durchziehst. Ja. Das macht ja erstmal mehr als die halbe Miete, Bruder. Safe. Also wenn du dich jetzt überanstrengst mit Cardio. Leute spekulieren gerade, ob Massiv stofft oder nicht. Ich weiß, dass er früher mal was genommen hat. Ich weiß nicht, wie es aktuell ist. Das mit das. Du nimmst dich komplett. Du nimmst dich komplett zu ernst und fährst dich gegen die Wand. Weil dann gibt es keine Zwischenlösung. Dann gibt es entweder oder. Und da gehst du zu sehr hart ran an deinen Speck sozusagen. Es gibt ein Sprichwort, wenn du zu schnell in deine Sache reingehst, bist du schneller wieder raus. Genau. Würdest du sagen, das ja? Das meine ich. Hab lieber Spaß, kümmere dich um deine Ernährung. Ich habe das erste Jahr nur Brust-Trizeps trainiert. Weil das mein, mit dem, der Bre, mit dem ich trainieren gegangen bin, der hat mir das so gesagt. Nee. Stimmt gar nicht. Ich bin nur einmal mit einem trainieren gegangen, der viel Plan hatte und mit dem habe ich dann Brust und Trizeps trainiert und dann habe ich immer das trainiert. Immer. Lange Zeit. Und irgendwann habe ich dann angefangen auch mich so zu informieren. Online, Trainingspläne, Lazar Angelov, Fünfer-Split, dies, das, irgendwann andere Leute gesehen. Krasse Zeiten. Ernährung gesund ist, dass du auch trotzdem diesen Hungergefühl immer stillen kannst so. Und dabei im Sport immer deinen Spaß hast. Schöne Musik drauf machen, dich gehen lassen, so ein bisschen jeden Tag das erledigen, was du erledigen musst, dass du auch wirklich am Ende der Woche den ganzen Körper einmal durch hast. Ich habe das ich hatte auch das Denken, dass man so zum Fitness geht und Zwang hat, aber ich habe gemerkt, irgendwie ist es eine Entlastung, fertig. Bei mir ist halt auch, ich bin manchmal auch zu verbissen und zu intensiv, so ein radikaler Typ, so der immer 1 Million% gibt und auch dann gerne übertreibt. Hab aber auch gemerkt, mit meinen Rückenschmerzen habe ich gemerkt, dass ich ein bisschen lockerer in die Nummer reingehe. Auch wieder ein bisschen mehr splitte, sodass ich nicht an einem Tag so viele Sachen mache. Und dadurch habe ich auch wieder mehr Spaß an der Sache gekriegt. Sein? Ja. Und du hast es irgendwie so, man hat das, ja, nee, das war wie eine Kurzwellness-Tour. Genau. Du schwitzt. Hast aber gemerkt, dass dir das gefehlt hat. Ja, übertrieben. Oder ich bin eigentlich, auch wenn ich nicht so aussehe, ich bin eigentlich ein sehr sportlicher Mensch. Ich habe mein Leben lang mit Sport zu tun. Viele Probleme waren einfach, dass ich viele Verletzungen hatte und immer wieder Sport nachgelassen habe. Und natürlich bei 5 Kindern habe ich das Essen auch von meinen Kindern. Natürlich, das ist normal. Die Reste. Bruder, wir schmeißen nicht in den Müll, dann ich esse das auch. Ja, natürlich. Dann kommt das eine zum anderen. Das ist so. Das kann. Ja, Frau, Familienleben, 5 Kinder und so, das kann man auch nicht, weißt du, wie ich meine, so, das ist auch normal, glaube ich, weißt du, dass du dich dann selber manchmal auch ein bisschen gehen lässt, weil du den Fokus mehr auf deine Familie und den Kids hast. Nicht abstellen, so. Ein Familienleben, Bruder, bringt dich in diese Situation rein, dass du, obwohl du schon gegessen hast, auch nochmal mit isst, hier mal da probierst. Richtig. Okay, Kuchen gemacht, die Kleine hat Geburtstag. Kuchen gemacht? Das ist der Geilste, wenn er dieses CH ausspricht, massiv bester Mann. Da kommt große das. Familie. Krass. Du gehst zu deiner Mutter, du gehst zu deiner Schwester, du gehst da und dann überall. Ja, genau. Das ist schwierig, du weißt wie bei uns Vater, was das ist. Bruder, du bist draußen, kaufst deine Plätze an der Bäckerei. Die will sie am liebsten aus dem Fenster schmeißen, du denkst dir, gib mal her. Wallah, das ist mein, da, du hast auf den Punkt getroffen. Da haben sich 2 gefunden, Lager. Ich dir sagen, du hast mich auf den Punkt getroffen. Genau so sieht's aus. Das war nur ein Beispiel. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Das ist das Beispiel, was jeden Tag passiert. Ja, im Alltag, weißt du? Ja, krass. Das wir reden aus der gleichen Erfahrung, oder? Genau so sieht's aus. Ich nur eine Tochter. Was heißt nur, Marschaller? Das ist die Welt. Das ist die Welt. Ja. Hab ich ja erklärt bei unserem ersten Gespräch. Das war so lustig. Wir reden so und er schwärmt die ganze Zeit von seiner Tochter, Marschaller. Abu ist so alt wie ich und hat 5 Kinder, Marschaller. Wie alt ist Abu? So süß und dies und das. Und dann sagt er, hast du Kinder? Er sagt so, ich sag so, ja, ich habe auch Kinder. Ich hab, er sagt, wie viele? Ich sag 5. Er sagt, Bruder, was hast du mit mir gemacht? Ich habe dir meine Welt gezeigt. Ich habe eine Stunde darüber erzählt, wie viel ich zu tun habe mit meiner Tochter. Und er sagt mir, ich hab 5. Er sagt, ich habe dir die Welt gezeigt, du hast mir gerade Universum gezeigt. Ja. Krass, 31, ja? Ich habe mich erinnert. Natürlich, Bruder. Krass. Natürlich. 29 schreibt einer. Und 6. Tufan sagt 29, einer schreibt 31. Ich war echt sympathisch. 20 Minuten oder so direkt geredet? Ja, ja. Ohne Beleidigung, ohne nichts. Ja, ohne nichts. Ich dachte erst, wir rufen uns an und dann treffen wir uns schon für Box-Event. Ja, ein paar Wochen stehen wir hier zusammen und trainieren. Ah, oh, ich bin durch. Ich sag ehrlich, diese Übung definitiv werde ich in meine Brust mit reinnehmen. Ja, die gefällt mir sehr gut. Ja, ich habe das Spaß. Gefühl, dass der Pump richtig kommt. Ja. Aber am Anfang. Das zieht alles mit nach oben. Genau. Am Anfang, auch, also würde ich jetzt sagen, als Empfehlung für Leute, die anfangen,
die können ganz normal diese Geräte probieren, die schon fest sind. Damit die, weil die haben wahrscheinlich. Natürlich! Einen, weißt du, was ich meine? Diese Gym 80 Geräte. Ja. Perfekt. Ganz normal. McFit-Geräte. Perfekt. Zack, zack, zack. Wenn du direkt. Wenn du einen Coach hast, Digga, wenn du jemanden hast, dem du vertraust und jemanden hast, der sich wirklich auskennt, ne, dann kannst du dich auch schon als Anfänger an, je nachdem, was für ein Anfänger du bist, weißt du, Anfänger ist ja auch relativ, zum Beispiel Abu ist jetzt ja nicht ein hundertprozentiger Anfänger, der war Ringer früher, weißt du, ein Abu hätte ich ins Gym genommen und hätte ihm direkt geile freie Übungen gezeigt, auch mit Technik, Mechnik und so, wenn du aber am Anfang niemanden hast, dann ist es auf jeden Fall Verletzungsgefahr technisch auf jeden Fall besser, wenn du erstmal an die Geräte gehst, aber du solltest dir so schnell wie möglich einen Coach oder einen Freund oder jemanden, zu dem du fitnessmäßig aufschaust, suchen, der dir die richtigen freien Übungen zeigt, weil mit denen machst du wirklich Erfolge. Freie Gewichte gehst, bist du ein Risiko manchmal auch. Ja, ja, safe. Okay, einfach easy, freie. Easy, Digga, ich glaube, das war's mit der Trainingsgeschichte, oder? Ah, komm, ziehen wir noch hier bis 25, 26 sind die noch im Gym. Das ziehen wir uns noch rein. Die Geräte benutzen, die schon vorgefertigt sind, die, genau. Beschreibung ein bisschen durchgehen. Wie viele Kinder willst du mal haben, Leon? Die meisten wollen zwei. Ich will ganze Fußballmannschaft, Bro. Ich kann mir das vorstellen, viele Kinder zu haben. Und irgendwann, wenn man mehr drin ist, dann kann man so sein. Ich bin halt schon ein bisschen spät dran. Obwohl, als Mann, was heißt spät dran, Digga? Ich mach mir da keine Sorgen. Wenn die richtige kommt, dann wird schon alles so laufen, wie es laufen soll. Nutzen, Einzelhandel, ne? Genau. Erstmal auf die festen Dinger und dann später. Diese Feier. Oh, no. Das war's mit Brust. Ich habe einmal flach gemacht, einmal Butterfly. Butterfly-mäßig, aber mit wie Kurzhantelersatz. Ja. Einmal von oben nach unten auf saubere, breite Brust und einmal von unten nach oben gezogen für die untere Brust. Das ist so ein Brusttag. Den könntest du natürlich jetzt kombinieren mit Trizep oder manchmal mit Bizep, dass sie ein bisschen umgekehrt haben. Ich würde dann noch eine Brustübung machen, eine drückende Übung würde ich noch machen. Also drei drückende, zwei fliegende, so bin ich gerade. Und dann am besten noch, also ich mache Push. Ich mache dann, also ich mache Push-Pull-Beine. Ich mache dann noch Schulter und Triceps. Den Tag dann Rücken und dann Trizep. Von unten nach oben für unten, hat er gesagt, ja? Bestimmt versprochen, Digga. Sind nicht so die gleiche Wiederholung. So ja, genau. Aber für mich wäre das jetzt so ein Brusttag. Ja, es hat aber auch reingehauen. Ich sag dir ehrlich, jetzt, wir haben jetzt eigentlich vier Brustübungen gemacht. Mhm. Ist auch ein großer Muskel, also kann man machen. Genau. Und ich würde sagen, ich würde jetzt vielleicht maximal drei Liegestütze schaffen. Ja, jetzt im Nachhinein ist es schwerer, weil ist ja auch ein bisschen über... Aber ist geil, zum Ausburn hinten raus, bisschen Liegestütze-Vibes. Aber dafür, auf jeden Fall, bei mir, es kommt, also ich sag, ich kann nicht mal richtig anspannen gerade. Schon tot. Oder das Gefühl ist Gold wert. Weißt du warum? Ja, schwer geil. In 4, 5, 6 Monate wirst du dir wünschen, wieder das Gefühl zu haben, wenn du trainierst, dass du was merkst. Weil dieses danach so irgendwie so verspannt sein und das Training war hart und wow und hui, das fällt dir dann immer schwerer. Und du vermisst dieses Gefühl, dass am nächsten Tag du stehst morgens auf, es brennt. Ist so. Man gewöhnt sich halt immer mehr dran. Man muss auch keine Muskelkater haben, um Muskeln aufzubauen. Weißt du, ist auch ein Fehlgedanke von vielen Leuten. Irgendwann gewöhnst du dich halt dran. An die Intensität etc. Wenn du dann mal wieder was anderes machst oder ein bisschen intensiver reingehst, spürst du es ein bisschen, aber du spürst es nicht mehr so, wie wenn du zum ersten Mal deine Muskeln aktivierst. Geil. Hast du jetzt das Gefühl, du hast Muskelversagen schon, also nach dem Training? Nee. Ich wünsche mir das Gefühl, was du jetzt gerade hast. Ja, okay. Ich bin schon so ein alter Routinier. Das heißt, du... Der Körper ist auch schon dran gewöhnt. Gewöhnung, ja. Und manchmal, obwohl ich dasselbe trainiere wie vor ein paar Tagen für die Brust, stehe ich am nächsten Tag auf und habe auf einmal Brustschmerzen, dann freue ich mich. Okay. Also hast du ab und zu noch Muskelkater nach diesen langen Zeiten? Ja, aber dann freue ich mich. Ja, safe. Obwohl ich nichts anders mache als vorher oder so. Manchmal kommt es vor, manchmal nicht. Deswegen sage ich dir, genieß es. Diese Muskelkater-Dinger sind wirklich Fortschritte. Das ist wirklich das Schönste. Also für mich ist es das Schönste, wenn man Muskelkater hat. Ich sagte, ich fühle mich schlapp, aber ich fühle mich richtig gut gerade. Also wirklich, richtig. Gib mir Babas Döner jetzt. Boah, aber auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Babas Döner. Die Welt ist schöner. Dann Babas Döner. Babas Döner. Geil, Digga. Check den Shit ab auf jeden Fall, meine lieben Freunde. Ich wollte mir hier nur die Gym-Session reingeben von den beiden Dudes. Auf jeden Fall gehen Shoutouts raus an der Stelle. Geil, ich bin gespannt, wie sich der Abu in den nächsten Monaten und Jahren eventuell sogar machen wird. Ja, Bro, wenn du Bock hast und wenn du noch ein paar Tipps brauchst, Digi, call it in, man. Lovelock is da.
Ist, Freunde, lasst doch einen Daumen bei YouTube, lasst einen Daumen da gerne. Und dann war es gewesen mit dem Video. B und Nick dabei ist alles. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace it out, motherfuckers.